So, Leute, ihr habt es ja schon am Thumbnail und am Titel gesehen. Es geht um die kosmische Truhe, wo man sie finden kann, beziehungsweise wie man diese dann öffnen kann. Wir haben zusammen mit dem Luca, mit dem Luke und mit dem Denzi, waren wir zusammen in der Lobby. Der Luca hatte schon die Erfahrung, dass die Kiste am meisten an dem Spawnpunkt sind. Ja, was soll ich sagen? Spawnt, sag ich jetzt einfach mal, wo wir jetzt gerade sind, also ein Stronghold. Und achtet mal gerade auf die Minikarte. Wenn ihr nämlich jetzt mal drauf achtet, auf einmal spawnt sie dann. Achtung. Wartet. Jetzt. Achtet mal jetzt oben links auf der Minimap. Da wird dann der Spawnpunkt angezeigt. In-game wird das Ganze auch noch angezeigt. Da das hier aber die Wiederholung ist, kann ich euch das gerade nicht zeigen, was natürlich wieder ein bisschen blöd ist. Aber ich wollte euch natürlich gerne zeigen, wie wir die Kiste dann gefunden haben, geöffnet haben. Wir machen das Ganze mal gerade im Schnelldurchgang. Zack, zack, zack. Achtung. So, wir sind dann hingefahren. Und hier haben wir dann die Truhe. Die ist halt dann eingepackt in so einem, ja, ich soll einfach mal sagen, Kristall. Und den müssen wir dann freischlagen. Wir gucken mal gerade, ob wir das so mal so, weil ich wusste selber noch nicht, wie man die öffnet. Die hat halt immer dann gewisse Schwachpunkte. Dann, wenn alle halt da sind, es müssen wirklich alle an der Kiste dran sein, ansonsten funktioniert das nicht. Dann muss sie aktiviert werden. Und jetzt bekommt irgendeiner von uns diesen Strahl. Warte mal, gucken, ob man das hier sieht. Jetzt sag nicht, man sieht das hier nicht mit dem Strahl. Wartet. Ne, ich glaube, man sieht den Strahl nicht. Weil in-game bekommt man halt dann so einen lilanen Strahl und dann muss man halt auf den Schwachpunkt schlagen. Ne, man sieht den nicht. Und jetzt muss man halt immer wieder draufschlagen und irgendwann ist er halt so am Arsch, also kaputt, dass alle vier draufschlagen müssen. Und der Moment war genau jetzt. Und zack, die Kiste öffnet sich und ihr seht schon am Loot, da ist einiges drin. Vor allem, das Wichtigste war, was drin war, es waren 5 Artefakte drin. Der Luca hat schon gesagt, es ist ziemlich selten, da ist nämlich halt dann Erfahrungspunkte drin. Und wie ihr seht, goldene Waffen, Minis, Biggies, alles Mögliche ist in der Kiste drin. Und das wollte ich euch halt einfach nur zeigen. Wie gesagt, bei Stronghold hier oben links und das Ganze funktioniert anscheinend nur im Trio oder auch im Teammodus. Also Solo haben wir jetzt alle noch gar keine gefunden. Kann natürlich sein, dass sich das nur ändert. Kann auch sein, dass andere schon Glück hatten und haben sie auch Solo gefunden. Aber Stand jetzt habe ich es halt nur bei Leuten gesehen, die entweder im Trio waren oder im Team. Wenn es natürlich irgendwie jemand geschafft hat, die auch Solo zu finden oder im Duo, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und in dem Sinne bin ich schon wieder raus aus dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und auf jeden Fall nochmal danke an die drei, die dabei waren. Ich habe extra dafür den Stream nochmal angeschmissen, damit ich halt euch das genau so zeigen kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.